Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn, begrüße ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 452. Eichkugelwanderung am Mittwoch, dem 16. Juni 2021. Tja, Sie sehen, ich bin mitten am Eichkugel. Hier ist schon wieder ein alter Baum umgestürzt, quer über den Weg. Und da sitzt sich jetzt hervorragend und wir können über den 16. Juni philosophieren. Heute vor 117 Jahren, am 16. Juni 1904 war ja der Tag, an dem Leopold Bloom sehr viel erlebt hat, so wie es James Joyce in seinem Roman Ulysses zusammengefasst hat. Aus diesem Grund wird heute in Irland und auf der ganzen Welt der Bloom's Day gefeiert. Aber ich habe heute einen 100. Geburtstag zu feiern, und zwar einen, der für mich sehr wichtig ist, Walter Parilli. Er ist am 16. Juni 1921 geboren in Wien. Und wenn wir seine Biografie anschauen, als Geiger, als Mozart-Interpret, als Konzertmeister der Wiener Philharmoniker, als Lehrer am Konservatorium der Stadt Wien, heute Musik und Kunst Privatuniversität, dann können wir sagen, wir schauen in ein Stück Musikgeschichte hinein. Es ist fast unglaublich, im Jahre 1934, glaube ich, hat Walter Parilli den ersten Fritz-Kreisler-Wettbewerb, den es in Wien gegeben hat. Es gibt ihn ja noch immer. Den ersten hat Walter Parilli gewonnen, damals quasi noch als Kind, meinetwegen als Jugendlicher. Und wer hat den Kreisler-Preis gestiftet? Natürlich Fritz Kreisler selbst. Und wer hat den überreicht? Auch Fritz Kreisler selbst. Walter Parilli hat aus den Händen von Fritz Kreisler seinen Preis, den von ihm gestifteten Preis, entgegengenommen. Ja, dann war er, glaube ich, über 30 Jahre Konzertmeister der Wiener Philharmoniker. Zu seinem 90. Geburtstag vor 10 Jahren habe ich eine Radiosendung gemacht, eine ganz kleine. Und da habe ich einige Aufnahmen von ihm gespielt, darunter auch eine Aufnahme des G-Dur-Violinkonzerts von Mozart. Und dann hat er mir im Nachhinein erzählt, wie diese Aufnahme zustande gekommen ist. Zwischen zwei Bombenangriffen im Frühjahr 1945. Wenn wir heute Parillis Mozart hören, dann verlieren wir die Angst, dass irgendwann einmal Wiener Mozart-Stil vielleicht unbekannt sein könnte oder verloren gehen könnte. Wir müssen uns nur immer wieder daran erinnern. Natürlich gibt es Phasen von Entwicklungen. Manchmal entstehen Moden daraus und manchmal entstehen Trends und Entwicklungen größerer Zeiträume daraus. Aber die Ästhetik, wie wir Mozart in Wien spielen und erleben sollen, die zieht sich über die Jahrhunderte hinweg. Und wenn wir Parilli hören, dann wissen wir, das ist Mozart. Keine Bäuche, keine Decrescendi und Crescendi dort, wo sie nicht hingehören. Eine klare, aufgebaute Dynamik, eine klare Phrasierung und das Ganze einfach und eben klassisch. In diesem Sinne werde ich heute am Abend ein paar alte Parilli-Platten hören und werde mich an die vielen Dinge erinnern, die ich aus ihnen heraus gelesen habe, herausgehört habe, werde versuchen, es in meinen Alltag hochzuhalten, was ich da erfahren habe, werde auch versuchen, es an jüngere Menschen weiterzugeben und sage jetzt einmal hier von der Spitze des Eichkugels ganz herzlich alles Gute zum 100er, Herr Professor.